So, ein wunderschön. Ja, Browser. Weiter geht's in dem wohl spannendsten Let's Play der gesamten Menschheitsgeschichte. Übrigens, wenn ihr irgendwie noch andere Spiele kennt, wir können auch, oder ich persönlich mag ja, ich, Clicker Games ist absolut mein, so absolut meins, ich mag Clicker Games. Nur halt, ich kenne auch selber kaum Clicker Games. Clicker Hero ist bisher das einzige, was ich kenne, was mir wirklich richtig gut gefällt. Das heißt, ihr könnt mir auch gerne mal Vorschläge nennen, wenn ihr selber Clicker-Spiele kennt. Muss nicht unbedingt Idle sein. Wenn auch Idle wäre, wäre es schön. Wenn es auch noch Incremental wäre, wäre es noch schöner. Aber halt wenigstens so Clicker-Games. Mag ich persönlich echt gerne. Das Einzige, was ich halt noch kenne, wären halt Sachen, die halt nicht jugendfrei wären. Also sowas wie Hentai Heroes oder Fab Titans. Also es ist quasi beides Hentai bezogen. Und ansonsten, ja, Clicker Monsters ist so ein ganz billiger Abklatsch von Clicker Heroes. Ist so ganz, habe ich schon mal erwähnt, ist nicht, naja, ist quasi Clicker Hero ohne alles. Da gibt es Monster, Upgrades, das war's. Wobei es da auch keine, also da gibt es halt statt Helden gibt es da Waffen. 10 Stück oder so, das war's auch. Also, ja. Den kenne ich halt, wie gesagt, jetzt seit kurzem. Also, naja, seit kurzem spiele ich das aktiv. Quash Quash. Das habe ich ganz früher mal kennengelernt. Hab's da auch ein bisschen gespielt im Browser. Jetzt spiele, wie gesagt, spiele ich das per App. Da macht es relativ viel Spaß. Aber es ist halt ein Spiel, wo ich nicht weiß, ob das fürs Let's Play so geeignet wäre. Von daher. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das damals gespielt hatte, da im Browser. Ob ich die Seite wohl noch wiederfinde? Ich gebe einfach mal hier direkt Quash, Quash. Hä? Was schreibe ich hier für eine Scheiße? Ach, klar, schreibt mit CH. Was können wir wirklich hier machen? Wir können mal hier, damit es ein bisschen aktiver hier ist, so ein paar Level hier kaufen. Boss-Level schafft er. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Ja, klar, gibt es natürlich auf Steam. Habe ich das damals über Congregate Games gespielt? Ich kann ja mal öffnen, gucken, ob das funktioniert. Aber ich habe es eigentlich nicht über, weil über Congregate spiele ich extrem ungern, weil hier nichts funktioniert. Hier kommt andauernd haufenweise Werbung, haufenweise Sachen, wo man sich irgendwo einloggen muss und nichts funktioniert aber irgendwie. Also Congregate Games, die Sachen sind von Congregate Games. Ich weiß, sowohl Clicker Heroes als auch Quash Quash wird beides über Congregate angeboten. Ob das direkt von denen entwickelt wurde, weiß ich nicht. Schätze ich mal eher nicht. Weil Quash Quash ist irgendwie was von irgendwas mit Z und dann, ja, ist Head Panther oder irgendwie so ein Scheiß. Jetzt kostenlos spielen. Oh. Hatte ich mich damals angemeldet? Ja, nee, wenn ich mich ja angemeldet hätte schon mal, dann müsste ja Autovervollständigung kommen. Das heißt, über die Seite habe ich es nicht gespielt. Außerdem wusste ich auch nicht, irgendwas mit anmelden. Ach, habe ich es doch über Congregate gespielt? Ja, wie gesagt, bei Congregate, keine Ahnung. Also, ich sehe immer so ein Ladeding und mehr nicht. Ah, genau, Sad Panther Studios, so hieß das Spiel. Das Studio. Also, die Entwickler. Okay, mal gucken, ob es startet. Okay, er startet zumindest. Tatsächlich, vielleicht habe ich das dann doch über Congregate gespielt. Oh. Oh. Jetzt bin ich taub. Alter, warum ist das so laut? Warum ist das
stumm schalten, lauter als die Musik selber. Ja, jetzt auch? Bitte nicht. Ah. Das heißt, wenn ich zuerst hier aufgeklickt hätte... Genau, hätte ich kein Bild, kein Lied, kein gar nichts gehört. Sehr schön. So. Oh, Alter. Jetzt bin ich taub. So. Genau. Ja, wie gesagt, Dating-Sim-Spiel. Man lernt also quasi Mädchen kennen, aber wie gesagt, es ist halt total amüsant gestaltet. Es ist wunderschön witzig. Es ist quasi klassischer Anime-Machart, aber eher so Comedy-Anime. Also jetzt nicht so ernste Stories oder sowas, sondern wirklich super humorvoll. Das Spiel nimmt sich auch selber auf die Schippe. Also, ne, das ist ja, ey, ich feier's einfach, es ist halt ultra geil. Leider nur auf Englisch, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt oder ob man es auf Deutsch umstellen kann. Ich will sehr spielen, halt nur auf Englisch. Eines sonnigen, hellen Tages, während du mit dem Fahrrad fährst, ja, und lokal irgendwas kaufst, bla 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 bla, siehst du einen Vogel bei dir vorbeifliegen oder irgendwie sowas, a passing bird distract you and, achso, genau, lenk dich ab und pass auf, boom, fliegst dagegen und fährst nicht gegen Vogel, sondern gegen eine Lady. Ja, diese Lady kommt dann ins Krankenhaus und, weil du natürlich Schuldgefühle hast, möchtest du jetzt dich bei dir einschleimen und hast dann quasi dieses Mädel, das kommt gerade frisch aus dem Krankenhaus, weil du sie gerade über den Haufen gefahren hast mit deinem Fahrrad und ja, musst sie quasi glücklich daten. Also die Story dahinter, ich sag mal so, es gibt keine. Aber es hat zumindest relativ Spieltiefe, weil du hast halt hier richtig mit Jobs, die du machen kannst. Dafür brauchst du aber Wissen. Komm, laber nicht rum. Dann kannst du auch Hobbys machen. Also du hast halt Hobbys, die du nachgehen kannst. Für die Hobbys brauchst du aber halt auch Wissen. Und ja, hast quasi mit Jobs verdienst du Geld. Mit Hobbys erlernst du Wissen. Also wenn du zum Beispiel halt Fußball spielst, dann wirst du halt sportlicher. Manche Leute stehen dann halt auf Sportlichkeit oder andere, wenn du halt zum Beispiel bei Hobbys irgendwas mit IT machst, dann hast du halt IT-Wissen. Manche Mädchen stehen halt auf Jungs mit IT-Wissen und so halt, ne? Also basiert alles so ein bisschen aufeinander. Es gibt's hier auch, ich weiß nicht, ob das bei der Browser-Version gibt, ich hab's damals nicht gehabt, aber jetzt bei der mobilen Version, die ich auf dem Handy spiele, gibt's auch einen Chat. Du kannst auch mit Mädchen chatten. Also ist natürlich vorgenerierter Text und du kannst zwischen den Antworten auswählen, die du selber antwortest. Klar, super billig gemacht, aber es macht halt Spaß. Es ist halt einfach ein, ja, für Langeweile-Vertreib ideal geeignet. Vor allen Dingen für einen Lacher zwischendurch sowieso. Süß, sehr witzig, sehr schön. Genau. Wie gesagt, wenn wir das hier auch mitspielen wollen, müsst ihr Bescheid sagen. Wäre ich persönlich halt offen für... wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen. Ich persönlich würde halt ein Let's Play drüber machen, aber es gibt halt manche Leute, die sagen, okay, sowas im Let's Play, hast du kein Leben oder so, wobei man das auch über Clicker-Heroes sagen kann. Warum geht es eigentlich nicht zurück zu Girls? Hä? Zu Jobs geht er und zu Moore geht er, aber nicht zu Girls. Und schon ist das Spiel kaputt. Easy. Ja. genau. Schönes Spiel. So, was wir jetzt hier mal machen. Jetzt haben wir mittlerweile ein bisschen Geld verdient. 1000 Millionen Euro. Das heißt, 800 Millionen Euro brauchen wir für ihn. Dann holen wir ihn uns doch gleich mal. Der ist 25k. Na, ist jetzt nicht so viel, aber es geht. Es ist schon ordentlich. Mehr als er und das bereits im ersten Level. Ist ja auch logisch. So, dann gehen wir mal zu Level 26. Genau. Komm, wir leveln die hier einfach mal auf. Wir holen nämlich hier oben alle Upgrades. Das war Eigenstärke. Hä, jetzt ist es weiß mit schwarzer Schrift, dieses Clicker Heroes. Ach, da liegt es am Vollbildmodus, kann das sein? Ne, jetzt ist auch wieder weiß mit schwarzer Schrift. Weil vorhin war das ja schwarz mit weißer Schrift, also invertiert quasi. Ah, das hier ist wichtig.
Clicker Heroes, ne? Click Damage erhöhen. So. Genau, danke. Dann hier oben den Fisch. Ah, erhöht wieder den Schaden aller Helden um 25. Das ist geil. Auch wieder Click Damage erhöhen. Mann, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Oh, Click Damage mittlerweile 800.000. Apropos, siehst du, wir können ja unsere Autoklicker raufsetzen. Was mache ich denn hier? Ich bin ja komplett out of order. Gott, warum macht mir das denn keiner? Also, nicht, dass ich out of order bin, sondern hier eine, also, wisst ihr schon. So. Hier oben haben wir alles gekauft soweit. Das sieht gut aus. Übrigens, für den Fall, dass ihr Interesse habt, man kann diese hier auch auf Level 200 leveln und höher, weil ab Level 200 bekommen sie für alle 25 Level einen Vierfach-Boost. Das heißt, wenn die halt Stärke X haben, dann haben sie halt ab Level 4 Stärke X mal 4. Ab Level 225 haben sie dann Stärke X mal 16. Ab Level 250 dann X mal 64 und so weiter und so fort. Heißt also, für alle 25 Level, die werden ja sowieso schon immer pro Level stärker, klar. Aber wie gesagt, für alle 25 Level bekommen sie nochmal einen extra Boost und werden immer vierfach so stark. Das scheppert also ordentlich. Ja. Davon mache ich persönlich nicht so viel Gebrauch, aber ich weiß, dass es andere Leute gibt, die achten auf sowas. Müssen wir mal gucken, ob sich das hier so im Let's Play lohnt. Auf jeden Fall, was ist denn hier für eine Kacke? Wir machen mal hier erstmal ein bisschen sauber. Also auf Level 15 und den 25. Level 15 und 25. Level 5. 25, Level 5, 25 und schon ist mein Geld leer. Holy shit. So, dann gucken wir mal, ob wir auch alle Items gekauft haben. Siehst du, und hier müssen wir jetzt überall raufklicken. Und wie gesagt, später gibt es dann aber hier unten einen Button. Und wenn man da raufklickt, dann würden jetzt die Dinger hier automatisch gekauft werden. Das ist halt ganz cool. Haben wir leider noch nicht. Aber naja, später irgendwann haben wir es denn. So, The Masked Samurai. Get two critical click. Ah, wir haben schon kritischen Klickschaden. Stimmt, hier oben hat ja irgendjemand kritischen Klickschaden hinzugefügt. Ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber irgendjemand hat kritischen Klickschaden hinzugefügt. Hier oben? Ich schwöre, ich dachte mal, dass hier. Ach so, ist doch gar nicht Tweebeast. Tweebeast ist es doch. Bin ich jetzt bescheuert? Hä? Das war doch einer von den beiden hier, der den kritischen Schaden, also den kritischen Trefferschaden erhöht. Oder also die Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Weil normaler Klick gibt halt den normalen Klickschaden. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hat man halt einen kritischen Treffer und kassiert damit extra, also kassiert nicht, sondern verteilt damit extra Schaden. Das kann man hier auch nachgucken bei den Stats. Da sieht man das. Aktuell macht 3% aller Treffer ist ein kritischer Treffer. Also quasi von 100 Klicks ist jeder dritte im Durchschnitt ein kritischer Treffer. Und bei einem kritischen Treffer machst du dann den zehnfachen Schaden. Aber die beiden Werte sind halt variabel. Können sich also alle noch erhöhen. Jetzt weiß ich aber nicht, wer uns das hier gegeben hat. Ne, Brittany was nicht. Die macht nur eigen Zeug. Der macht Click Damage. Betty Click auf keinen Fall. Die macht nur Gesamtschaden. All DPS, all DPS. Genau, genau. Wer ist denn das? Ah, Alexa, okay. Gleich als allererstes Update. LOL. Das ist natürlich nice. Das ist, nice. Gefällt mir. Alexa, installiere Clicker Hero. Alexa, öffne Clicker Hero.
Was? So, dann kaufe ich mir wieder neue Level. So, ich muss mal weitergehen hier. Auf Stufe 38. So. Eigenstärke erhöhen. Oh, nochmal Eigenstärke erhöhen. Mehr gibt's hier nicht. Eigenstärke erhöhen. Ah, Schaden aller Helden. Dieses Pop-Up hier, was ist das? Warum gibt es hier diese Pop-Ups? Kann man das hier aktivieren? Nee, ne? Na, egal. DPS von allen Helden erhöhen. Sehr schön. Ach, auch wieder bloß Eigenstärke. So. Ach, alles andere ist so teuer. Schade. Gut, dann machen wir mal hier ein bisschen. Gut, Level 40 schaffen wir locker. Das sollte kein Problem sein. Wir haben mittlerweile hier ne, ganz schön heftigen Fortschritt. Wir schreiten fort, voran. Forever. Alone. Kriege ich die auf Level 10? Ja, die kriege ich locker auf Level 10. Das ist sehr schön. Dann haben wir hier schon mal Eigenschaden ein bisschen erhöht. Haben wir mittlerweile 400 DPS. Das ist geil. Das ist richtig geil. Da machen wir schon ordentlich Damage. Und bei den Bossen bekommen wir auch immer schön ordentlich Gold. Deswegen farme ich gerne oft bei den Bossen, weil ne? Ich meine später nicht, weil später werden die Goldkisten interessanter und die Goldkisten gibt es halt leider nur außerhalb des Bosses. Aber solange wie man halt die Goldkisten, die kann man nämlich skillen mit Fischern, die später kommen. Das heißt, am Anfang des Spiels bringen halt die Bosse am meisten Geld und deswegen halt bei den Bossen immer farmen. So lange, bis man den Boss halt mit Leichtigkeit hier rum da rattert und dann versucht, möglichst schnell zum nächsten Boss zu kommen. Das würde ich halt einfach jetzt einfach mal so als genialste Strategie der Welt bezeichnen. Darauf werde ich auch ein Patent anmelden. Ja. Genauso. So, Level 15. Oh, scheiße. Level 15 und dann jetzt nochmal 10 Level draufpacken. Dann bekommen wir plus Eigenschaden. Schade. Auch plus Eigenschaden. Haben immer nur Eigenschaden. Ey, die sind alle so geizig. Voll die Arschlöcher. So. Perfekt. Ah, noch zu teuer. Na komm. Oh, 100 Bosse getötet. Wow. Wir sind die Kill-Elite. Ja, ich meine, wir haben auch einen Assassin bei uns. Also, die macht alleine alles platt. Ich meine, die ist jetzt gerade nicht die stärkste, aber die hat den Assassin-Bonus. Wenn die einmal sich irgendwo, ne, so... Oh, stimmt, wir haben Level 39, wir haben Level 35 überschritten. Ab jetzt kommen Goldfische. Yay, ein Ruby. Oh, wir hatten schon mal einen bekommen. Hatten wir in der letzten Aufnahme schon Goldfisch gehabt? Kann ich mich nicht dran erinnern. Offen gesagt. Auf jeden Fall, ja, die Goldfische ist eine der normalen Methoden, um Rubine zu bekommen. Das heißt, wenn man jetzt keine kaufen möchte, dann ist halt zum einen über diese Goldfische, die gibt es ab Level 35. Ab da tauchen die halt auf. Da bekommt man zum einen Goldfische, klar. Von den Goldfischen bekommt man Rubine. Und dann gibt es ja später auch noch die Söldner, die für einen arbeiten. Und die beschaffen einem auch Rubine. Ich wollte schon wieder Goldfische sagen, ey. Ja, gut. Genau. Und dann gibt es noch einen großen Vorteil bei den mobilen Versionen. Das ist bei den PC-Versionen leider nicht so, also bei den Browser-Versionen und bei der Steam-Version glaube ich auch. Bei der Tablet-Version ist es so, diese Achievements, die man hier hat. Wenn man immer ein Achievement bekommt, dann bekommt man auch für dieses Achievement Diamanten. Das ist aber nur bei den Tablet-Versionen, bei den mobilen Versionen so. Also wenn man sich das halt auf Smartphone oder auf dem Tablet installiert per Apples, per Google Play. Oder per Apple Store. Ich weiß nicht, ob es Klicker hier bei Apple Store gibt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bei Google Play.
Und da ist es halt so, dass man das auch durch Achievements bekommt. In der Browser-Version leider nicht. Das heißt hier wirklich nur über die Goldfische und über die Söldner später. Reicht aber auch aus. Jetzt fürs Let's Play sowieso. Fürs Let's Play haben wir ja hier erstmal 1300 bekommen. Wovon schon 500 weg sind. Naja, für die Autoklicker. Macht schon irgendwo Sinn. Die anderen 800 werden wir gut aufheben. Beziehungsweise werden wir halt immer dann für die Quick Ascensions verwenden. Aber dazu später mehr, wenn es soweit ist. Da muss ich noch keinen Kopf drum zerbrechen. Ich meine, die Clicker Heroes bereits kennen oder meine alten Let's Plays bereits geguckt haben, die wissen, was ich meine. Für die nicht, die halt nicht. Nee. So, Eigenschaden. Mann, ey, es gibt hier nichts. Oh, kritischen Klickschaden um 5. Ja, bei solchen Sachen verstehe ich es immer nicht. Increase Damage Multiplier bei 5. Achso, heißt also, das müsste dann quasi 3, haben wir ja schon. Plus 5 ist also 8. Weil, ich weiß nicht, ob es nur in der deutschen Version war oder ob es in der deutschen Version auch nicht ist und ich mir das nur einbilde. Aber ich hatte früher mal das Struggle, dass ich im Kopf-Gehirn-Prozess nicht wusste, ob das jetzt quasi das um 5 erhöht oder den vorhandenen auf das Fünffache anhebt. Also, ne, wir haben jetzt 3 und das dann mal 5 wären halt 15. Aber ist leider nur, dass es halt plus ist. Also 3 plus 5 und nicht 3 mal 5. Das heißt, von 3% wird es auf 8% erhöht. Reicht aber auch schon aus. So, wir haben nochmal einen Goldfisch. Yay! Auch wieder ein Ruby. Yay! Jetzt haben wir schon 803. Voll süß. Kleine süße Ruby. Und, wie gesagt, bei der Version jetzt ist es nicht so wie bei dem anderen Let's Play damals, dass wir pro Ascension 25 Rubine bekommen haben, sondern jetzt bekommen wir wirklich für jeden Goldfisch so lange, also, ja, also ohne Begrenzung gibt's Rubine. Wir können also beliebig lange... Oh, da war gerade diese spezielle Person. Ich weiß zwar nicht, was sie Besonderes macht, aber sie ist auf jeden Fall besonders. Genau, wir können also quasi endlos Rubine farmen. Das ist schön. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier machen können. Wir können zum Beispiel hier mal ein bisschen was kaufen. Haben wir gleich ein bisschen mehr Stärke, dann können wir auch langsam mal zu Level 400, klar. Zu Level 45 wechseln. Den Boss sollten wir dann mittlerweile auch schon schaffen. Das stelle ich mir gut vor. Hey, diese kleine Handlange, Alter, die pusten wir weg wie, weiß nicht, Pusteblumen. Die haben keine Chance gegen nichts, gegen gar nichts. Gott, ich glaube, wir kommen sogar schon mit Level 50. Ich meine, ich unterschätze es sehr gerne, das stimmt schon. Ja doch, wir schaffen es bis Level 50. Locker, 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 locker. Also das ist ja hier, guckt euch das mal an, Alter, bumm, sind wir durch. Ich meine, Level 50 wird dann auch wieder schwer, keine Frage. Aber wir schaffen Level 50. Denke ich jetzt einfach. Oh, Goldkiste. Wow. Na, jetzt schaffen wir Level 50 auf jeden Fall. Koffe schon? Nee, lass mal lieber noch. Nee, ich warte mal lieber. Ja, hier oben über dieses hässliche X von diesem Kack-Browser. Immer wenn man hier oben hinkommt. Voll mit beenden? Wollen Sie das? Ja, nein? Fragezeichen? Ein Hurensohn. Weg. Arschloch. Was? So, und Level 48. Na, läuft doch. Das ist ja hier, das ist ja... Es ist ja, das ist ja... Also, was ist das denn jetzt eigentlich? Ein Träumchen. So, langsam wird es ein bisschen langsamer. Wir sollten also langsam anfangen, hier ein bisschen hoch zu leveln. Wir können den auf Level 2 heben, aber ich... Bleib mir lieber treu und versuch mal die vorhandenen immer ein bisschen auf brauchbare Level zu heben. 65 Millionen Gold. Aua, aua, aua. Das kostet aber ganz schön Gold. Geld. Beides. Ist in dem Fall das gleiche. So, 65.000 Millionen. Und wir haben 36. 34.000 Millionen Gold.
Achso, und ja, wie gesagt, ne, ist Englisch, also das hier ist kein Komma. In England oder anders gesagt, im Rest der Welt ist das andersrum. Also das ist hier dieses Tausender-Trennzeichen, da wo wir Deutschen einen Punkt schreiben würden. Da sind wir ja ganz besonders stolz drauf, auf unsere, wir machen alles anders. Also nicht 24,063 Millionen, sondern 24, was habe ich gerade gesagt? 26? Ist auch egal. Also nicht jetzt 2, wow, hallo, nicht 44, Millionen, sondern 44.000 Millionen. Also in dem Moment 44 Milliarden. Jeder, der mein Let's Play guckt, wird später in der Klassenarbeit im Matheunterricht einfach verprügelt. Wenn er dann im Matheunterricht sagt, ja, das sind 400.000 Millionen. Ich will ja später auch Lehrer werden. Also ich will mir zumindest die Lehrerlaufbahn offen halten. Und wenn ich Mathelehrer werde und da einer meiner Klasse irgendwas mit 1.000 Millionen sagt, dann scheppert's aber hier. Dann gibt's aber hier keinen Frieden mehr. Nee. So wie immer diese kleinen Kinder bei irgendwelchen Spielen. Ich hab 5.000 Millionen, Milliarden, Trillionen, Billionen, Euro. Ja. Aber gut. Ich meine, kleine Kinder wissen es nicht besser. Das Traurige ist leider, dass es auch große Leute gibt, die solchen Fehler durchaus immer mal wieder gerne machen, dass sie mehrere Präfixe kombinieren, die man eigentlich nicht kombiniert. So, wir haben. Oh, wir können bereits einen Clan aufmachen. Ich glaube, das machen wir dann direkt mal nächste Folge. Da kümmern wir uns mal darum. Das wäre geil. Gut, bis dahin würde ich mal sagen, nee, sehen wir uns nächste Folge mal wieder. Ich kaufe hier bloß noch ein paar Level. So, dann haben wir es. Und dann, genau. Sehen wir uns nächste Folge dann wieder. Und dann machen wir mal einen Clan auf. Geile Sache. Tschüss.